Mit iOS 13 hat Apple einige coole neue Funktionen hinzugefügt, wie zum Beispiel den Dark Mode, der ja lange ersehnt war. Aber es gibt auch einige Funktionen, die Apple nicht explizit erwähnt hat, die aber trotzdem ziemlich praktisch und cool sind. Und davon möchte ich euch in diesem Video gerne einige zeigen. Sollten euch Videos wie dieses hier interessieren, dann lasst doch jetzt kostenlos ein Abo da, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren ähnlichen Videos mehr. Und wenn ihr noch die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn eines dieser Videos online ist. Schauen wir uns jetzt aber nach dem Intro ein paar iOS 13 Funktionen und Neuerungen an, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Für die erste Funktion gehen wir einmal in den App Store und dann hier oben auf unseren Account. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, hier direkt alle Apps auf einmal zu updaten, wenn wir dann hier eben Updates verfügbar haben. Und das Coole ist, hier wird ganz genau gezeigt, welche zuletzt aktualisiert wurden oder welche jetzt ein Update bekommen können. Und ihr könnt jetzt hier direkt durch einen Swipe nach links diese Apps löschen. Das heißt, ihr habt hier einen perfekten Überblick, um zu sehen, was denn für Updates kommen. Und wenn ihr irgendeine App nicht mehr verwendet, dann könnt ihr die dann hier ganz einfach, simpel löschen. iPhone-Akkus sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ewig lange halten. Und deswegen hat Apple unter iOS 13 ein neues Feature hinzugefügt, nämlich smartes bzw. optimiertes Laden. Das findet ihr unter Batterie und dann unter Batteriezustand. Und hier könnt ihr optimiertes Laden aktivieren. Das Ganze bedeutet, dass euer Gerät nur noch bis 80% vollgeladen wird und daraufhin euer iPhone wartet, bis ihr es dann am Ende verwendet. Das heißt, das Gerät lernt dazu, wann ihr üblicherweise aufsteht, und lädt das Gerät dann auf 100% voll. Ansonsten wird es aber nur bis 80% vollgeladen, was eben den Akku schonen soll und so auch die Akkulaufzeit und die Akkulebensdauer verlängern soll. Wenn ihr einen Mobilfunktarif mit nicht allzu viel Datenvolumen habt, dann bietet euch iOS 13 jetzt einen Datensparmodus. Den findet ihr in den Einstellungen unter mobiles Netz und dann unter Datenoptionen. Und hier könnt ihr den Datensparmodus aktivieren. Und wenn dieser aktiviert ist, dann werden eure Apps in der Datennetzwerknutzung eingeschränkt. Das heißt, diese Nutzung wird reduziert und so wird euer Datenvolumen ein bisschen weniger belastet. Machen wir weiter mit einer Funktion, die ziemlich cool ist, ich selber aber auch bisher noch nicht so viel verwendet habe, nämlich das Kopieren und Einfügen mit Hilfe von Gesten. Dazu könnt ihr hier einfach zum Beispiel eine URL kopieren bzw. diese auswählen und dann mit drei Fingern zusammenziehen. Und daraufhin wird das Ganze hier kopiert. Und wenn wir jetzt beispielhaft mal in die Notizen-App gehen, dann können wir mit einem Dreifinger auseinanderziehen, das Ganze hier wieder einsetzen. Und so können wir ganz einfach mit Hilfe von Gesten schnell und unkompliziert Dinge kopieren und einfügen. Mit iOS 13 ist es möglich, in Kalendereinträgen Daten anzuhängen. Das kann sehr praktisch sein, wenn man zum Beispiel einen QR-Code für irgendeine Veranstaltung oder ähnliches anhängen möchte, damit man die dann direkt in diesem Kalendereintrag findet. Dazu müsst ihr einfach einen neuen Kalendereintrag hinzufügen und dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr den richtigen Kalender auswählt, hier einen Anhang hinzuzufügen und den könnt ihr dann ganz einfach aus eurem Verlauf bzw. von eurer iCloud oder direkt von eurem Gerät auswählen. Da gibt es also sehr viele Möglichkeiten und dort könnt ihr dann zum Beispiel, wie gesagt, einen QR-Code, einen Gutschein oder ähnliches ganz einfach einfügen. Mittlerweile können Internetseiten ziemlich lang sein und da ist es dann doch manchmal ziemlich nervig, hier komplett durchzuscrollen. Jetzt ist es aber möglich, unter iOS 13 ganz einfach hier diesen kleinen Punkt zu grabben, also die Scrollbar, und dann schnell hier durchzuscrollen, so wie man das zum Beispiel von einem Computer kennt. Das heißt, wenn ihr hier irgendwo seid, scrollt ein bisschen, dann seht ihr rechts diesen kleinen, dieses kleine Scrollbar, da könnt ihr raufklicken und daraufhin könnt ihr auch schneller durch die Seiten scrollen, gerade wenn ihr wisst, wo ihr hin möchtet. Bei einer sehr langen Seite kann das sehr, sehr praktisch sein. iOS 13 bietet noch eine weitere Geste, und zwar zum Markieren von mehreren Inhalten. Das Ganze funktioniert in verschiedenen Apps, aber zum Beispiel möchte ich euch das jetzt hier mal in der Mails-App zeigen. Ihr müsst im Endeffekt nur mit zwei Fingern von oben nach unten scrollen über die Inhalte, die ihr eben markieren möchtet. Und dann seht ihr schon, dass das hier ganz einfach funktioniert. Also wirklich ohne Probleme könnt ihr hier auswählen, runterscrollen und dann entsprechend die Inhalte markieren, die ihr markieren möchtet, um sie zum Beispiel zu teilen, zu löschen oder zu kopieren. Gehen wir jetzt einfach noch einmal beispielhaft auf die YouTube-Seite, denn mit Safari gibt es ein paar neue Funktionen, was die Darstellung angeht. Ihr habt hier oben ja dieses
Symbol für ein größeres und ein kleineres A. Da könnt ihr raufklicken und könnt dort unter anderem natürlich die Textgröße verändern oder die Symbolleiste unten und oben ausblenden, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt aber eben auch die Desktop-Website anfordern. Das heißt, ihr bekommt dann eine Desktop-Variante, wie man das eben vom Computer kennt. Und das kann zum Teil sehr praktisch sein, weil mobile Seiten manchmal dann doch nicht alles zeigen, was man eigentlich möchte oder nicht alle Funktionen bieten. So könnt ihr ganz einfach zwischen der mobilen und der Website-Funktion wechseln, zwischen der Desktop- und der mobilen Version. Gerade auf dem iPad ist das auf jeden Fall ziemlich cool. Besonders mit iOS 13.1 sind sehr viele neue Icons in der Home-App dazugekommen, was ich persönlich richtig cool finde, da ich die Home-App eben sehr aktiv benutze für mein Smart Home. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel hier ein Licht bearbeiten möchtet, dass ihr hier eben auch verschiedene Symbole auswählen könnt, wie zum Beispiel eine Deckenleuchte, aber eben auch Light Stripes oder in meinem Fall hier so ein Panel, was ich benutze für mein YouTube-Licht im Hintergrund. Und da habt ihr eben sehr, sehr viele Optionen, was ich richtig cool finde. Also zum Beispiel habt ihr auch, wenn wir mal in einen weiteren Raum gehen, habt ihr für die Haustür, also für zum Beispiel ein Smart Lock, wie ich Nuki verwende, hier jetzt mehrere Optionen auszuwählen und vieles, vieles mehr. Das heißt, ihr habt jetzt echt viele Möglichkeiten, verschiedene Stecker auszuwählen. So Steckerleisten können komplett ausgewählt werden, also Mehrfachstecker. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und da bietet iOS 13 und auch iOS 13.1 sehr viel mehr, dass man eben zwischen verschiedenen Geräten variieren kann, sodass nicht jede Lampe gleich aussieht und jeder Stecker gleich aussieht. Kommen wir jetzt auch schon zur letzten Funktion, die ebenfalls mit iOS 13.1 dazu kam und die ist ebenfalls mehr versteckt, denn man sieht sie eigentlich nur, wenn man aktiv darauf achtet. Und zwar werden jetzt eure verbundenen Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer angezeigt, wenn ihr die Lautstärke verändert. Wenn ich hier also die Lautstärke verändere, seht ihr, dass ich hier jetzt gerade AirPods verbunden habe. Und das Ganze funktioniert zum Beispiel auch mit Beats oder mit anderen Bluetooth-Lautsprechern und dort wird dann eben entsprechend ein Icon angezeigt und auch der Name des Gerätes und das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Das wäre es dann jetzt auch schon wieder mit diesem Video und mit ein paar iOS 13 und iOS 13.1 Funktionen, die jetzt nicht so bekannt sind, die Apple jetzt nicht explizit erwähnt hat, die aber trotzdem sehr praktisch sind und den Alltag doch an einigen Stellen erleichtern können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich jetzt sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere ähnliche Tipps kennt, dann schreibt sie doch gerne für die anderen Zuschauer unten in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet. Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut.